und sein Vater Hans-Dieter Roth leben und arbeiten in der berühmten Schmuckstadt Ida Oberstein, die seit dem 17. Jahrhundert sich vor allem in der Steinschneidekunst hervorgetan hat und zusammen mit den Steinschneidekünstlern im Ural die Weltspitze darstellten. In dieser Tradition haben sich Andreas Roth und sein Vater Hans-Dieter Roth auf die Anfertigung von Gemmen, Kamelen, Porträtgravuren und Edelsteinobjekten spezialisiert. Bekannt sind sie für die Herstellung von Großkamelen, die unter anderem biblische Motive und Szenen aus den Stücken William Shakespeares zeigen. Die Kamelen werden dabei erhaben, schichtweise aus den mehrschichtigen Steinen in aufwendiger und komplizierter Feinarbeit herausgeschnitten. Ihr berühmtester Zyklus an Großkamelen ist Faust I und Faust II von Johann Wolfgang von Goethe. Das Highlight dieser Serie stellt die mit 46 x 38 cm größte breitseitig gravierte Kamee der Welt dar, deren Herstellung mehr als 2000 Arbeitsstunden in Anspruch nahm. Der 14 Kamelen von Andreas und Hans-Dieter Roth um eine Dokumentation zu antiken Kamelen. Gezeigt werden kolorierte Abgüsse der heute im Kunsthistorischen Museum in Wien aufbewahrten Prachtkamelen aus der frühen römischen Kaiserzeit, darunter die Gemma Augustea, die der Werkstatt des von Johann Joachim Winckelmann hochgeschätzten griechischen Steinschneiders Dioskurides zugeschrieben wird.